Was geht ab, Dirties? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Mirelle und ich sind heute früh auf, denn wir haben Besuch von zwei Handwerkern, die uns mal die Toilettenreinigung durchspülen. Wir haben ständig Verstopfung. Irgendjemand benutzt zu viel Klopapier. Ah, oh, das sieht gar nicht gut aus. Bisschen wässrig, ne? Ja. Aber gut, soll ja nicht schmecken, soll wirken, habe ich gehört. Du, wenn der Scheiße schmeckt, was machen wir? Soll ich den einfach mal probieren? Cut Leiter, die wilde Cut Leiter. Ja, wie wollte ich denn, dass der Schlauch zum Wasser ist? Hast du Kaffeemaschinologie studiert? Ja. Ja. Menes, kennt ihr eigentlich momentan die momentane Stromlage oder was ist hier los? Du bist es fertig. Ha? 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 Ja gut, ich habe wirklich keine Lehne im Gegensatz zu ja, dir. Ja, es ist natürlich schon. Okay. Wenn ich hier erstmal raus. Ja, oh Gott, ja, oh Gott, ich verstehe schon, du, ja. Da muss ich unterm Tisch. Oh Gott, ja, nee, komm, ich hol, alles gut, bleib sitzen. Digga, die trinken ihren Kaffee einfach nicht. Der wird kalt. Junge. Dann kann ich mir durchs Klo runterschütten, dann kommst du wieder vorne an. Kerle, ist das jetzt Kacke oder Kaffee? Kaffee. Ihr lieben Freunde, ein neuer Tag, ein neuer Tag, ein neues Motto. Und ja, falls ihr euch fragt, was das ist, ich hatte mal überlegt, ja, eine Maschulo-Marke zu machen. Und ja, das ist das erste T-Shirt. Mir rede ich mal um. Mach mal Werbung, vielleicht will es ja jemand. Super. Super. Boah, war das denn heute? Mirelle und ich haben vor, umzuziehen, also Zimmer zu tauschen. Und heute ist der erste Tag des Umbaus. Und wir nehmen uns gleich die großen Sachen vor. Genau, den Kleiderschrank. Und unser Motto ist, lege in deinem neuen Kleiderschrank einen heißen Auftritt. Oh mein Gott, ich liebe das Motto. Ich auch. Also ich glaube, ich werde es gewinnen. Ich auch. Mein Hände riechen irgendwie nach. Wir wollen gleichzeitig hin. Eine Mischung aus Thai-Massage von gestern und Bachos. Scheiße. Bist du bereit? Nein! Ja, ich auch nicht, aber egal. Nicht. Versuch du nochmal hier genauso jetzt hochzuheben. Wir wissen, ob ich zu schwach bin oder das ist scheiße. Tritt doch nicht da an der Seite drauf, Digga. Wieso? Ja, bist du dumm? 1, 2, 3. Ja, stimmt noch mehr im Gym. Erstmal eine Kaffeepause. Wir müssen erstmal brainstormen. Wir brauchen erstmal einen neuen Plan. Wie viel wiegen die Dinger, Digga? 80 Tonnen? Ja. Aber wir müssen es einfach gerade rauskriegen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, das alleine schaffe. Du bist eh ein Lappen. Wie du da reinguckst. Squat Position. Push. Mirelle? Ich hab's. Ja! Du! Du! Oh mein Gott. Ey, wir haben gerade eine halbe Stunde. Ja, komm, dann setz du dich mal hin. Ich mach das mal, ja? Ja. Alter, Scheiße. Mama hat noch gesagt, pass mit dem Laminat auf. Oh. Ha! Wie neu! Summer Magic! Bruder, der kommt einfach immer wieder. We need more summer! So, Dirties, nächster Step. Kleiderschrange. Ja. Strange. Wer hat den Vlog geguckt, wo Rico die Kleiderstange angebaut hat? Ja, und jetzt bauen wir ihn wieder an. Ja! Ich glaube, das ist hier ein Zylinderzimtstern. Ein Zylinder. Ich habe Mirelle gesagt, sie soll mir den Kreuzschlitzschraubenzieher aus dem Dings holen. Ach, Lu! Okay, dann such dir mal einen aus. Ene, mene, mu und raus bist du. Dude, der ist viel zu dick. Einen kleineren. Ich glaube, ich brauche einen D2er. Hast du einen D2er da? Einiges. Bissel kleiner noch. Dann haben wir es gleich. Hast du da was für mich? Ich muss da mal kurz gucken, ja? Ja. Dude, tatsächlich, er passt. Ja, der passt doch ein Zylinderzimtstern. Ey, du bist so gut. Kleiderstange abgebaut und jetzt wird der erste Schrank abgebaut. Wer braucht... wie? Duda, ich kann nicht 10-mal laufen. Okay, nochmal. So, Kleiderstange abgebaut und jetzt wird der nächste Schrank abgebaut. Mutter hat Bauarbeiter geboren. Das ist ein Kinderplattform. Ja, aber natürlich. Ich meine, das habe ich in einem... Das mit meinem kleinen Finger. Du, das habe ich im ersten Ausbildungsjahr gemacht. Wie fangen wir denn jetzt am besten an? Die Wand, die, dann die Wand, die und die müssen wir dann festhalten, okay? Kapitel 1. Der große Schrank. Im großen Schrank verbirgt sich ein kleines Mädchen. Du, lege in deinen neuen Schrank einen heißen Auftritt hin und los. Ja, Queen, ja! Ja! Ich weiß nicht, wie ich das halten soll jetzt. Eigentlich muss ich ja jetzt mittig gehen. Ich würde den Kopf, also ich würde die Hände weg und dann einfach mit dem Kopf darunter stehen bleiben.
Das war witzig. Ich dachte kurz, du meinst es ernst? Kick mal richtig gegen. Geh mal weg. Ja. Okay. Oh mein Gott, die ist mit der unten verbunden. Ach, Scheiße. Geh nicht vor. Stopp. Dude. Na, alles gut, warte, ich komm. Scheiße, sind da Schrauben oben? Guck mal bitte. Nein. Okay, dann... Doch, eine in der Mitte. Oh, fuck. Okay, los, nimm mal den Schraubenzieher. Okay. Hast du? Ja, Mann. Fuck. Du bist eine Maschine. Ja! Wo ist der Schraubenzieher? Dude! Ich weiß nicht! Ich kann jetzt auch schlecht helfen. Wir sind so unvorbereitet. Komm mal bitte her! Hey. Juck mal bitte an meiner Nase. Das andere Nasenloch. Nein, da. Nasenloch. Das ist in der Nase, oder? Ja, da. Oh, ja. Guck mal da auf dem Mantel. Habt ihr sie gesehen? Komm mal jetzt her. Digga, ich hab euch ausrastet. Du suchst mir zu langsam. Luisa, du suchst so. So kann man nichts finden. Du musst es analysieren. Don't mess with me and my sister, my real. We... Kannst du nicht mehr lachen? Under the mistletoe. Einmal uncringen. Los! Mach mit der Hand. Bruder, was für ordentlich. Wie willst du das ordentlich schaffen? Batschua, weg! Batschua, weg! Ich hatte Angst. Oh mein Gott, die Dingspumpe. Hi, Batschua, ich bin fein. Kaffee? Mir fass mich nicht immer an dann, ey. Ja, sorry, soll ja mal mich nicht jucken oder was? Okay, weiter. Luisa, weiter. Das war mein BH-Polster. Danke, Batscho. Du hast nur noch einen seidenen Faden. Guck mal bitte. Scheiße, wir sind hier gerade unten am Abbauen. Und du, das ist einfach auf dieses Nadel. Alter, ich habe einfach ein Loch im Fuß. Batscho, komm mal hin. Geh mal dahin. Sieh mal das? Ja. Oh, Dude. Ey, das ist, oh, fuck. Und ich dachte, das wäre so ein hochstehender Splitter. Oh, Scheiße. Und dachte so, fuck. Und dann sehe ich so, es war ein Nadel und dann hat es noch mehr weh. So, die Hälfte des Schranks haben wir schon oben. Weiter geht's. So, eine kurze Handwerkerpause. Für Micha gibt's hier, hier. Wer ist es nochmal gleich? Ofenjäse. Und für mich gibt's eine Pizza. Wir haben gerade vom Essen in 5 Minuten einen Schrank aufgebaut. Für die anderen beiden haben wir den ganzen Tag gebraucht. Ja, Dude, aber jetzt sind wir ja so richtig drin. Ja, klar. So, Micha, Mittagspause vorbei, jetzt wird wieder gehämmert, ne? Ja, ne? So, du brauchst den Kolben 84er. Genau, genau. Und du hast den, Zünder 93. Ja. Und zack, klasse, jetzt bin ich dran. Ach, nun da seid ihr, hey! Haben wir! Hier, den auch und den auch, bitte, ne? Oh, ich glaube, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Ja, und das ist nicht ohne, ne? Das müsst ihr wissen, also... Ja, ne, das sieht so einfach vielleicht aus, ja. Aber hey! No? Also, ihr könnt uns auch bestellen übrigens unter www.wirbauendeinschrank.de. Ja, oder wir bauen einen Schrank auf.de oder wir bauen einen Schrank ab.de. Je nachdem, ja. Also, wir räumen einen Schrank ein.de. Okay, reicht doch jetzt, ja, Mann. Du bist eine halbe Stunde bei demselben. Hier ist schwerer, ne? Hier ist der ein bisschen. Oh. Super, Micha, ein Kinderspiel, ne? Na! Oh, sorry, Micha, da habe ich mich jetzt vertan. Lustig, Martin. ja, du Spaß auf dem Arbeitsplatz, musst du sein. Humor und Harmonie ist das A und O. Ja, sag ich auch immer, Sympathie. Ne? Ich meine, wofür stehe ich jeden Morgen auf? Oh, krass, die sind magnetisch. Was? Guck mal, Micha, ich kann zaubern. Oh. Jetzt ist die Frage, wir haben noch so ein dickes Ding unten, ob das daneben passt. Ja, du, rechne mal aus. Ja. Ja. Ja, und? Ich glaube, es passt, aber ich glaube, die Tür geht nicht mehr ganz zu. Dann. Ach, egal. Weißt du was? Dann lasse ich sie auf. Auf, meine ich. Die geht nicht ganz auf. Dann lasse ich sie zu. Guten Morgen, ihr Lieben. Hi. Ein neuer Tag, neues Glück, neue Kräfte. Und die gleichen Klamotten. Also jetzt räumt mir ihre Klamotten ein. Und wir gehen mal rüber. Da ist so einiges los. Hier ist so einiges los. Ich räume jetzt nämlich auch meine Klamotten ein, aber der Schrank steht. Hier ist auch so einer. Ich muss mal gucken, wie ich das später alles mache. Aber ja, jetzt räumen wir erstmal Schränke ein, ne? Würde ich sagen. Alles klar, bis in 3 Jahren. Ist das frisch gewaschen oder stinkt das nicht, ne?
das mehr. Das ist meine Absicht. Nee, das ist gewaschen. By the way it is, both you see. Na, ganz tolle Wurst. Und jetzt? Ja, wir haben ein Problem jetzt. Ja, Märchig. Geht nicht weiter hoch wegen dem Schrank. Ja. Es muss gehen. Wir müssen den ganz hoch heben und dann da durch. Und wieso soll das besser passen als da unten? Frage ich mich. Ja, weiß ich nicht. Mein Auge sagt mir okay, das irgendwie. Dann los. Wo hochheben am besten? Richtig, hier. Komm mal von unten. Geh mal in die Hocke. Geh mal in die Hocke. Ja, das passt. Ja. Ja. Hi, Mirelle. Ich habe da mal eine Frage. Und zwar jetzt, wo ich meinen Schrank hier gerade neu und ordentlich einsortiere, hast du vielleicht Tipps und Tricks für mich, wie ich so einen Pullover ordentlich zusammenlege? Weil ich möchte jetzt bei meinem... Ja, ich möchte ein neues Leben anfangen, weißt du? Und möchte einfach... Ja, ich möchte jetzt ordentlicher werden. Ja, na klar. Okay, also ich zeig's dir einmal schnell. Ja. Okay, na? Ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen unübersichtlich. Ja. Aber wenn man es erstmal drauf hat, dann... Dann geht's ganz schnell? Genau. Mhm. So, erstmal zeige ich dir, wie du ansetzt. Ja, oh, okay, ja. Du nimmst den Pulli? Ja. So. Ja. Mach mal. Nee, nicht Rock'n'Roll. So? So. So. Ja. Ja. So, die Daumen setzt du am Kragen an. So. Ja, okay. Dann klappst es um. Ja. Legst es hin. Ja. Du darfst nochmal die Ärmel kürzen. Ja. Und nicht schneiden, sondern umklappen. Ja. Und alles hier nochmal ordentlich machen und dann. Boom. Wow. Ey, vielen lieben Dank. So, Mirels Bett ist auch weg. Jetzt tragen wir den Rest in den Keller. Let's go. Wir bauen gerade mein Bett ab und das ist schwieriger als gedacht, weil das hier irgendwie so drin klemmt. Und wir haben jetzt überlegt, weil wir die so hochziehen müssen, aber das bringt irgendwie nichts, haben wir überlegt, dieses jetzt erstmal darauf zu stellen. Dann ja, ihr versteht das nicht. Ja, aber also, ja. Bist du bereit? Wir müssen das dann einem hochkriegen. Hältst du es jetzt nicht hier? Nee, nur da. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei. Ja, bist du. Heute schlafen wir im Sitz. Ja. Luisa hat die Seite rausbekommen, Maschine. Digga, das sieht aus wie eine Riesenschokolade. Du Maschine. Ja, das ist der Stimme. Okay, ich halte fest die Schokolade. Ja, du hältst die Schokolade fest. Bereit? Warte, sonst wird es hier wieder zu eng. Ich weiß, aber du musst schon. Meine Schwester ist ein Tier! Hallo! Mirelle, das ist ein ganz beschissenes Licht. Kannst du mal dein Rollo hochmachen? Hallo, wohnt hier Mirelle? Ich erwartete dich. Oh. Ich erwartete dich. Okay. Ich erwartete dich. Willst du dein neues Zimmer zeigen? Ja, guck erst mal ein geiles Regal. Wow! Wow. Mirelle, du musst ein bisschen erklären, ja? Das ist ein Regal und Nein. Das ist mein Bett. Nein, Mirelle bekommt noch ein Bett, also sie wartet auf ein neues. Also ich schlafe nur noch jetzt einen Monat auf dem Boden. Den Fernseher, der kommt noch an die Wand. Genau. Ne? Mein Kühlschrank behält Mirelle wahrscheinlich. Ja, da mache ich eine Minibar draus, ne? Ja, so, dann... Nee, klasse. Klar, oh, hey, danke schön. Oh, Mojito, mach ich. Hier, erklär doch mal, Digga. Was soll ich denn erklären? Ja, das bleibt doch nicht so, oder? Doch. Nein. Also, ich bekomme noch einen Schminktisch von Ricos Freundin. Mhm. Und der kommt dahin, wo jetzt der auch steht. Dann mache ich da noch ein Bild dran, dann kommt da noch so ein Spiegel mit Licht. Mhm. Dann kommt mein Stuhl hier hin, dann hole ich so ein, kommt da noch so ein Bollerwagen, also so ein... Okay, reicht, alles gut. Hallo. Hallo, kann ich reinkommen? Na klar, in mein groß geräumiges Zimmer. Oh. Erstmal wollte ich euch sagen, guckt mal bitte, wie groß dieses Zimmer ist, ja? Und mir wurde immer gesagt, nee, die Zimmer sind gleich groß. Ja, hier! Ja, hier ist meine Wand. Wow! Ja,
weiß. Guck mal, ich habe richtig jetzt auf Mirelle-Style, ne? Guck mal, das ist alles schon jetzt ordentlich. Oha, wie? Ja, so richtig ordentlich, so wow, wow. Amazing. Ja, dann guck mal bitte hier, das hat Mirelle aber gemacht. Ich wollte gerade sagen. Also so würde ich niemals meine Sachen einräumen, aber ich hoffe, das bleibt so. Mal gucken, wie lang. Ich habe hier hinten noch einige lange Klamotten, da brauche ich noch so einen Stab und dann hänge ich da alle Sachen drauf. Den hast du ja auch schon, habe ich dir gesagt. Ja, genau, ich weiß noch nicht, wo ich den hinhänge. Und hier ist quasi so eine versteckte Ecke. Und weg bin ich. Hier ist alles, was man nicht sehen soll, so mäßig. Ja, das ist mein neues Zimmer. Und du hast sogar ein Bett! Ja, ein Bett habe ich auch.